Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Bewerbersprechstunde. Mein Name ist Heinz Bauer. Seit über 30 Jahren bin ich erfolgreich als Verkaufs- und Bewerbertrainer und Coach tätig. Und Sie bekommen von mir praxisbezogene, praxisrelevante und erfolgreiche Informationen und Tipps für Ihre erfolgreiche Bewerbung. Während der Sprechstunde ist die Kommentarfunktion leider nicht möglich. Um Ihre Persönlichkeit, Ihren persönlichen Schutz zu gewährleisten und um auch dem Datenschutz gerecht zu werden. Aber Sie können während der Sprechstunde gerne Ihre Fragen auf meine E-Mail stellen. Die E-Mail-Adresse ist info@heinzbader.de. Dann kann ich die entsprechenden Fragen von Ihnen mir anschauen und Ihnen, wenn möglich, dann auch die entsprechenden Antworten geben. Übrigens, Sie können auch, bevor ich es vergesse, auch nach der Sprechstunde auf info@heinzbader.de Ihre Fragen reinstellen. Dann können wir sie bei der nächsten Bewerbersprechstunde dann auch besprechen und behandeln. Gut. Soweit dann zur ersten Frage. Hallo Herr Bader, wie sinnvoll sind Hobbys im Lebenslauf und muss ich im Lebenslauf meine Hobbys angeben? Ja, eine ganz interessante Frage, über die immer wieder diskutiert wird, und es stellt sich die Frage, ob es Sinn macht oder nicht. Hier müssen wir differenzieren. Viele sagen natürlich, was nützt es, wenn ich die Hobbys reinschreibe? Die sind doch eh nur Zeit- und Platzverschwendung. Bin ich bei denen, die so argumentieren, wenn es um Hobbys geht, die keinen direkten Bezug oder Relevanz zu der ausgeschriebenen Stelle oder zu der Stelle hat, die gerade oder für die sie sich gerade bewerben. Auf der anderen Seite kann aber auch das Aufführen entsprechender Hobbys durchaus den Lebenslauf aufwerten und wertvolle Entscheidungskriterien für den Personalentscheider liefern. Also zu dem ersten. Wenn irgendwelche, und ich lese es immer wieder, ich weiß nicht warum, Lesen wird immer gern genannt und Schachspielen. Ich weiß nicht, ob Schachspielen irgendwie eine intellektuelle Basis haben soll, keine Ahnung. Ich möchte auch diejenigen in einem Vorstellungsgespräch nicht unbedingt nach dem Schäferzug fragen, aber egal. Bitte keine Sachen anführen, die keine Relevanz haben. Aber wenn Sie sich bei einem Unternehmen bewerben, wo Ihre Hobbys einen direkten Bezug haben, ich sage jetzt einfach mal, wenn Sie gern Tennis spielen und Sie bewerben sich als Verkäufer oder Verkäuferin in der Tennisabteilung eines großen Sporthauses, dann macht es natürlich absolut Sinn. Es gibt natürlich auch noch die andere Möglichkeit, und auf die weise ich immer wieder hin. Und zwar die Möglichkeit, Entschuldigung, des sogenannten vollständigen oder XXL-Lebenslaufes, der dann auf einen S-Lebenslauf für die einzelne direkte Bewerbung reduziert wird. Das heißt, Sie können unter den sogenannten sonstigen Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungen Ihre Hobbys aufführen. Ob das jetzt mehr im organisatorischen Bereich ist
oder ob es mehr im Bereich der sozialen Kompetenzen ist oder reine technische oder sonstige Fertigkeiten, sei mal dahingestellt. Aber Sie haben jetzt die Möglichkeit, in den einzelnen Rubriken Ihre Hobbys einzufügen. Es kann ja auch zum Beispiel sein, soziale Fähigkeiten und Kompetenzen, wenn Sie Trainer oder Trainerin der Jugend Handballmannschaft am örtlichen Verein sind. Dann wird damit dokumentiert, ich kann andere Leute anführen, ich kann sie anleiten, ich kann organisieren, mir wird Vertrauen gegenübergebracht, auf die Kiddies aufzupassen. Dann kann es in Bewerbungen, wo es um soziale Kompetenz, um Führungskompetenz, um Vertrauenspositionen geht, eine sehr, sehr wertvolle Information für den einzelnen Personalentscheider sein, dann bleibt es auch im Lebenslauf als Hobby stehen, weil es eine Aussagekraft hat. Wenn Sie aber begeisterter Klavierspieler sind und sich in einer Firma und um einen Job bewerben, wo mit Musik überhaupt nichts am Hut zu sein scheint, und wo Klavierspielen überhaupt keine Aussagekraft hat, dann streichen Sie das. Und so machen Sie aus dem XXL-Lebenslauf einen S-Lebenslauf, einen kleinen, aber mit Fakten und mit Informationen, die dem Entscheider, dem Personalentscheider bei der Auswahl hilft und wo Ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten und Erfahrungen entsprechend auch dokumentiert sind. Deshalb, um den Bogen zu spannen, Hobbys im Lebenslauf, ja, wenn Sie eine entsprechende Aussagekraft und einen direkten Bezug zum Unternehmen oder zur ausgeschriebenen Stelle hat. Okay, ich hoffe, ich konnte das soweit für Sie darstellen. Wenn Sie Fragen zu dem XXLS-Lebenslauf, wie sieht heutzutage ein Lebenslauf aus, modern und aussagekräftig und differenzierend, Sie finden auf meiner Internetseite www.heinzbader.de die neuen, ganz kurz gefassten Kurse, wo Sie dann immer die Möglichkeit haben, genau das rauszuziehen, was Sie brauchen und es schnell und erfolgreich umsetzen können. Wie gesagt, schauen Sie einfach auf www.heinzbader.de nach und dann finden Sie auch den Kurs Lebenslauf, wo Sie hier tiefergreifende Informationen bekommen, sehen und dann auch umsetzen können. Gut, zur nächsten Frage. Sind, Herr Bader, sind die Soft Skills so wichtig? Ja, die Soft Skills, wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen im Lebenslauf, sind heutzutage unwahrscheinlich wichtig für die Aussagekraft Ihres Lebenslaufes und für die Entscheidung der Personalentscheider, vor allem dann auch im Vorstellungsgespräch. Denn heutzutage ist Fachwissen sehr breit gefächert. Das heißt, wenn ein Personalentscheider 30, 50 oder gar noch mehr Bewerbungen auf dem Tisch hat, dann bleiben immer noch 10, 20 über, wo das Fachwissen ziemlich gleich ist und es besteht überhaupt keine Möglichkeit zu differenzieren und zu entscheiden. Und da werden eben die Soft Skills gebraucht. Und Sie lesen es ja auch immer wieder in den Stellenanzeigen, wir suchen zum Beispiel einen teamfähigen oder einen vertrauenswürdigen
ohne einen Bewerber mit kommunikativer Kompetenz und. Das sind alles Soft Skills und auf die sollten auch dann klar fokussiert werden, neben den sogenannten Hard Skills. Das heißt, die Soft Skills dienen ganz klar zur Differenzierung und zur Entscheidungsfindung beim Personalentscheider. Und hinter den Begriffen verbergen sich natürlich auch immer wieder entsprechende Informationen. Das heißt natürlich, wenn zum Beispiel in der Stellenanzeige drin steht, wir suchen einen teamfähigen Mitarbeiter und Sie schreiben in Ihrem Bewerbungsanschreiben, als teamfähiger Mitarbeiter bewerbe ich mich in Ihrem Unternehmen, was soll das? Da kann der eine genauso Chinesisch und der andere Swahili reden, es läuft keine Information. Also durchaus auch etwas kritisch angemerkt an Unternehmen, was die Stellenanzeigen angeht, weil sie doch oft sehr schwammig formuliert sind. Da hilft übrigens ganz exzellent, bevor Sie das Anschreiben losschicken, bevor Sie Ihre Bewerbung losschicken, ein informatives Telefonat mit dem Entscheider in der entsprechenden Firma, um klar zu klären, was versteht die Firma, was will die Firma in dem Begriff teamfähig, was wird von mir erwartet, Selbstbewusstsein, was wird von mir erwartet, flexibel, was wird von mir erwartet. Und in dem Telefonat bekommen Sie dann natürlich elegant, toll und aussagekräftige Informationen, die Ihnen helfen, auch entsprechende Antworten im Anschreiben schon zu geben. Aber zurück auf die sogenannten Soft Skills. Das heißt, Sie können diese wieder im Lebenslauf aufführen. Sie erinnern sich vorher XXL zu S-Lebenslauf kürzen und da eben auch die wirklich relevanten Kenntnisse, Qualifikationen, Erfahrungen sowohl im Privat- als auch im Berufsleben von Ihnen darzustellen und als entsprechenden Nutzen in das Unternehmen und für die Entscheidungsfindung beim Personalentscheider einzubringen. Und es gibt jede Menge sogenannter Soft Skills, die kommunikative Kompetenz, das Selbstbewusstsein, die Teamfähigkeit, die analytische Kompetenz, die Vertrauenswürdigkeit, das Einfühlungsvermögen, Disziplin, Neugierde, Konfliktfähigkeit, Durchsetzungsvermögen. Also Sie sehen, es gibt wahnsinnig viele Infos, entsprechende auch Definitionen, die Sie dann entsprechend positiv für sich auch umsetzen können. Übrigens auch diese Definitionen finden Sie in einem Kurs auf unserer Internetseite www.heinzbader.de, wo auch hier entsprechend tiefer gehen und umfangreich das Thema besprochen wird und für Sie auch griffig, greifbar und umsetzbar dann auch dargestellt wird. Nutzen Sie es einfach. Nächste Frage. Herr Bader, muss ich auf jede Frage im Vorstellungsgespräch antworten? Ja, immer wieder der Zweifel, schon vor und dann natürlich auch im Vorstellungsgespräch, auf was muss ich antworten? Ganz klipp und klar die Antwort, Sie müssen nicht auf jede Frage antworten. Es gibt durchaus Personalerinnen und Personaler, die sehr respektlose Fragen stellen. Zum Beispiel, was ich schon immer wieder mal gehört habe, was mag Ihre Frau denn am wenigsten an Ihnen? Wofür würde Ihr jetziger Chef Sie am meisten kritisieren?
Sagen Sie mir, was war Ihr größter Misserfolg und wie sind Sie damit umgegangen? Und. Das sind natürlich sehr respektlose Fragen, die Sie nicht unbedingt beantworten müssen. Es ist jetzt natürlich die Frage, und wie geht man damit um? Immer wieder höre ich mit einem Schmunzeln, mit einem Lächeln so eine Möglichkeit oder eine Frage mit Humor zu beantworten. Wenn die Frage kommt, was sind Ihre größten Schwächen, dann höre ich immer wieder, ja, Schokolade ist natürlich eine meiner größten Schwächen und besonders wenn auch noch Nüsse drin sind. Und dann wird empfohlen, dem Gegenüber entsprechend ins Gesicht zu lächeln. Naja, kann man machen, ist, denke ich, aber nur die zweitbeste Lösung. Die bessere Lösung ist einfach, mit Fragen zu antworten. Das heißt, einfach stellen Sie Fragen, was diese Frage für die Besetzung dieser Stelle bewirkt. Was für ein Misserfolg ein absolutes K.O.-Kriterium für diese Position in dieser Firma wäre. Das heißt, fragen Sie einfach, ich würde gerne verstehen, inwieweit meine Schwächen für die Besetzung dieser Position entscheidend ist. Oder die Frage, welcher potenzielle Misserfolg wäre denn für Sie, Personaler, so gravierend, dass Sie mir diese Führungsposition nicht geben würden. Also das heißt, einfach mit einer Frage antworten, um hier detailliertere, gezieltere Informationen, Antworten zu bekommen, um darauf dann auch gezielter und detaillierter antworten zu können, oder dass derjenige, der so eine respektlose Frage gestellt hat, sie quasi mehr oder weniger elegant zurückzieht. Versuchen Sie einfach immer, wenn es irgendwie möglich ist, auf Augenhöhe miteinander zu reden. Bei einem Vorstellungsgespräch geht es ja schon darum, auszuloten, was bringe ich in die Firma ein, das will ja auch der Personaler wissen, und auf der anderen Seite, was bekomme ich dafür, meistens das Gehalt. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich der Personaler die Frage, was bekomme ich von der Bewerberin, von dem Bewerber und was kostet es mich? Also eine ganz klare, in Anführungszeichen, Verkaufsverhandlung, abwägen, was kostet es mich, was bekomme ich dafür und damit kann man durchaus auch auf Augenhöhe miteinander reden. Und das bedeutet dann einfach, wenn die Frage zum Beispiel nach der Motivation ist, zum Beispiel, warum glauben Sie, dass Sie der oder die Richtige für diese Aufgabe sind, dann können Sie ja durchaus antworten, das weiß ich noch nicht, deshalb sitzen wir ja hier und heute zusammen, um das gemeinsam herauszufinden. Also das heißt, lassen Sie sich doch solch eine Frage auch nicht in die Defensive drängen. Natürlich gibt es auch Fragen, die von Haus aus verboten sind. Sie kennen es wahrscheinlich nach der Konfession, nach der sexuellen Orientierung, nach der Mitgliedschaft in Gewerkschaften, ob Sie Schulden haben oder. Es gibt jede Menge Fragen, die de jure schon gar nicht zulässig sind und auf diese brauchen Sie natürlich auch in keinster Weise Antworten. Gut, dann zur nächsten Frage. Immer wieder gern genommen und gefragt, Herr Bader, wie sieht ein guter Schlusssatz im Anschreiben aus? Ja. Das Anschreiben.
Es soll ja kurz, prägnant und differenzierend sein. Wir haben schon immer wieder mal entsprechenden Sprechstunden auch darüber geredet, wie sieht eine Gliederung aus und so weiter. Sie finden das alles auch in dem neuen kurzen Kurs auf der Internetseite www.heinzvater.de. Da können Sie natürlich auch die Gliederung herausnehmen. Und am Schlusssatz, zum Schlusssatz, gilt Folgendes. Wie bei jeder guten Rede, wie bei jedem guten Buch, wie bei jedem guten Aufsatz, am Ende muss der Spannungsbogen nach oben gehen. Also nicht über die Einladung zum Vorstellungsgespräch würde ich mich freuen, bla bla bla, sich leicht irgendwo vom Acker machen, das kann es nicht sein. Ist zu einfach und spielt dem Leser nur Zeit. Nein, am Ende muss ganz klar der Spannungsbogen nach oben gebracht werden. Und es geht hier auch darum, breite Schulter zu zeigen, Selbstbewusstsein zu zeigen. Ich bin überzeugt, dass es Sinn macht, wenn wir miteinander telefonieren oder uns gemeinsam in einem Vorstellungsgespräch an den Tisch setzen. Das heißt, ich empfehle durchaus, hier auch noch meine persönliche Anrede zu verwenden. Also, sehr geehrter Herr Personaler, sehr geehrte Frau Personaler, und jetzt machen Sie einen Vorschlag, wie kann es weitergehen. Für Ihre weiteren und tiefergehenden Fragen stehe ich Ihnen vor einem persönlichen Kennenlernen schon per E-Mail oder per Telefon zur Verfügung. Sollte eventuell auch mal die Frage im Raum stehen, soll ich Gehaltsangaben machen, ja oder nein? Bietet es sich auch hier an, sehr geehrter Herr Personaler, für Ihre weitergehenden Fragen, besonders auch was das Gehalt und die Vergütung angeht, stehe ich Ihnen gern in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Punkt. Nicht mehr und auch nicht weniger, aber es heißt ganz klipp und klar, ich gehe davon aus, ich bin der Richtige, ich bin die Richtige und wir sollten uns am Tisch setzen. Und ich mache Ihnen den Vorschlag, wie kann der nächste Schritt dann aussehen. Entsprechende Formulierungen finden Sie auch in den entsprechenden Kursen. Aber vom Prinzip her ganz klipp und klar, nicht seicht vom Acker machen, sondern wirklich mit breiter Brust Vorschläge für das weitere Vorgehen machen. Nächste Frage. Ja, die Frage nach dem Gehalt. Herr Bader, wie kann ich richtig auf die Gehaltsfrage reagieren bzw. vorgehen? Ja, Vorstellungsgespräch oder wann auch immer, es geht letztendlich irgendwann im ganzen Bewerbungsprozess ums Geld. Und der alte Spruch, über Geld spricht man nicht, der stimmt einfach nicht. Also man muss natürlich klipp und klar sagen, in einem Vorstellungsgespräch wird meistens seitens des Personalers schon irgendwann das Einkommen, die Vergütung ins Gespräch eingebracht. Dann ist natürlich die Frage, ob schon direkt Ross und Reiter, also Fakten und Zahlen genannt werden, oder die Frage kommt, was stellen Sie sich in etwa vor? Was stellen Sie sich vor, was können Sie bei uns, wollen Sie bei uns verdienen? Das heißt natürlich, egal wann, wo und wie, Vorbereitung, gute Vorbereitung, exzellente Vorbereitung ist absolut notwendig. Man kann so viele Informationsquellen nutzen, ob ich weiß, ob das Unternehmen gewerkschaftlich organisiert ist oder bei der IHK, bei der Handwerkskammer oder im Bekanntenkreis oder weil ich mich in meinem Jobumfeld gut auskenne und im Internet und alle möglichen und unmöglichen Informationsquellen stehen Ihnen zur Verfügung
um für sich gut vorbereitet eine sehr gute Vorstellung über das Einkommen, die Vergütung zu haben. Weil wenn Sie nicht vorbereitet sind, gibt es ein Riesenproblem für Sie. Das heißt, nennen Sie den Preis viel zu hoch für das Unternehmen, dann haben Sie in der Möglichkeit, nie mehr die Chance, aus diesem K.O.-Kriterium herauszukommen. Nennen Sie aber den Preis viel zu niedrig, dann kommt schon, wie es auf gut Schwäbisch heißt, so ein bisschen das Geschmäckle auf. Na, wo ist denn bei dem, wo ist denn bei der Haken? Oder warum stapelt die Bewerberin der Bewerber so tief? Warum braucht sie den Job? Warum braucht er den Job unbedingt? Also da kommen immer so leichte Fragezeichen auf. Das heißt, sind Sie gut vorbereitet und werden Sie sich im Klaren darüber, die Vergütung ist in vielen Fällen eben nicht nur das Gehalt, das jeden Monat bezahlt wird. Denn das ist genau die Krux, wenn in der Stellenausschreibung drinsteht, und senden Sie uns Ihre Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. Das Gehalt ist in vielen Fällen nur ein Teil. Es können Sondervergütungen dazukommen, Provisionen oder Firmenwagen oder das günstige Essen in der Kantine oder die Altersvorsorge und. Also das heißt, das Gehalt ist nicht unbedingt das alleinig Ausschlaggebende und darüber muss natürlich auch geredet, gesprochen, informiert und verhandelt werden. Wenn Sie so nach dem Motto vorgehen, was brauche ich denn unbedingt, ist es nicht unbedingt sinnvoll, weil Sie es nur aus Ihrer eigenen Brille sehen, sondern es macht einfach viel mehr Sinn zu sagen, wo ist der Preis und was bin ich für das Unternehmen wert? Denn der Preis und der Wert, das sind immer, auch wenn wir entsprechend privat oder geschäftlich einkaufen, was kostet es mich und was muss ich dafür bezahlen und was bekomme ich dafür? Und hier ist es eben genauso. Wenn in der Branche natürlich ein entsprechend übliches Gehaltsgefüge besteht, dann ist natürlich auch klar, dass Sie sich in diesem Rahmen bewegen können, sollen, müssen, je nach Position eben auch die gerade besprochenen anderen Vergütungsteile. Wenn Sie natürlich die Möglichkeit haben, exorbitant gute, besondere oder fürs Unternehmen wertvolle Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen einzubringen, dann können Sie natürlich auch Ihre Vorstellungen nach oben korrigieren, vor allem wenn Sie sich dann im Vergleich zu potenziellen Mitbewerbern sehen. Also das heißt, hier muss man einfach mal schauen, was bringe ich ins Unternehmen ein, welchen Nutzen hat das Unternehmen durch meine Mitarbeit und dann kann ich natürlich auch schauen, ob ich nach oben oder nach unten noch etwas Luft habe. Wenn ich natürlich, um einfach mal den Begriff Kittelbrennfaktor zu benutzen, haben oder kennen oder darüber wissen, dann können Sie natürlich nach oben fast ohne Ende gehen. Das heißt, wenn Sie einfach Problemlösungen für aktuelle Problemlösungen, Problemstellungen des Unternehmens haben, dann sind Sie wertvoll und Sie können Ihre Vergütungsverhandlungen deutlich nach oben korrigieren. Also das heißt, wenn Sie einfach 0815 Mitarbeiter sind, dann müssen Sie sich wohl oder übel im üblichen Feld der Vergütung bewegen. Wenn Sie aber, ich sage jetzt einfach mal, ein Unternehmen bringt ein neues Produkt
Bleiben wir einfach mal beim Sportartikelhersteller. Wenn da jetzt ein neuer Laufschuh auf den Markt kommt und Sie haben wahnsinnig tolle Kontakte zur Zielgruppe oder zur Medienszene, dann können Sie fast jeden Betrag und jede Vergütung für sich aufrufen, weil natürlich Ihre Mitarbeiter im Unternehmen wahnsinnig viel Profit bringt. Das heißt, um es auch nochmal zu sagen, der Preis ist verhandelbar, hängt immer vom Nutzen, Wert und Gegenwert ab. Deshalb, wie auch vorher schon mit einem Abschlusssatz im Bewerbungsanschreiben besprochen, hier eine Zahl zu nennen, ist sehr, sehr ungünstig, sondern es macht immer Sinn, in der Verhandlung auszuloten und in Erfahrung zu bringen, was der Preis ist, was Sie für das Unternehmen wert sind, wie die Vergütung entsprechend insgesamt aussieht und dann wirklich mit offenem Visier auf Augenhöhe verhandeln. Und um es abschließend zu sagen, über Geld spricht man. Okay, gut. Das soweit zu dieser Frage. Ja, dann sind wir für heute mit den aktuellen Fragen durch. Sie wissen, bis zum nächsten Mal können Sie mir gern unter info@heinzbader.de Ihre Fragen auf die E-Mail-Adresse legen. Wir werden Sie dann das nächste Mal besprechen. Sollten ganz dringende Fragen auftreten, dann bitte, weil Sie gerade im Bewerbungsprozess sind, irgendwas unklar ist. Wie gesagt, es gilt auch hier die info@heinzbader.de. Wir haben dann die Möglichkeiten, kurz über wichtige Dinge zu sprechen. Wir können dann in ein kurzes, längeres, je nachdem, wie es gebraucht wird, Coaching einsteigen. Oder Sie nutzen einfach die Möglichkeiten, in den aktuellen kurzen Kursen, die ja auch von der Investition her so gering sind, dass wir gar nicht drüber reden müssen, aber für Sie wertvolle Informationen bietet, hier Ihre Informationen und Ihre Basis für eine erfolgreiche und differenzierende Bewerbung vom ersten Lesen einer Stellenanzeige bis zum letzten Gehaltsgespräch und bis zum Vertrag dann entsprechend auch Ihre Dinge rausnehmen, die Sie brauchen. Gut, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen besonders natürlich auch im Bewerbungsprozess alles Gute, freue mich.